Wie sieht denn das optimale Kauferlebnis aus? Das optimale Kauferlebnis, das kann man sich vielleicht so vorstellen, wie man auch als Frau gerne behandelt werden möchte, wenn man mit einem Mann in Kontakt tritt. Man möchte unheimlich gerne nett behandelt werden, zuvorkommend und sehr menschlich. Und da ist es wichtig, dass wenn man auf die Kunden zugeht, dass man präsent ist. Wenn man nämlich zu Luigi zum Beispiel geht, da denkt man sich immer, oh, ist da überhaupt etwas los? Da brennt kaum Licht. Und da sitzen dann so ein paar Leute verloren rum. Und wenn man reingeht, Luigi sieht man meistens nicht. Und dann bin ich immer ganz froh, wenn ich doch noch seine Stimme höre, obwohl er dann meistens ruft, Küche schließt in 30 Minuten. Und da kriegt man zwar was zu essen, aber das richtige Kauferlebnis ist es einfach nicht. Okay, also das heißt, optimalerweise erhält der Kunde mehr als das Produkt. Er erhält vielleicht noch sowas wie gute Laune, Balsam für sein Selbstbewusstsein und solche Dinge, also weiche Faktoren. In jedem Fall. Also es gibt immer zwei Möglichkeiten. Also ich kann entweder verkaufen über den Preis, wenn ich mich besonders günstig anbiete, aber das wissen Sie, wenn Sie da sitzen und arbeiten und dafür kaum etwas kriegen. Also mir macht das keinen Spaß. Oder Sie bieten einfach dem Kunden mehr, noch so einen Zusatznutzen. Oder halt besondere menschliche Kompetenzen, weil wer gut flirten kann, der kann sich auch gut verkaufen. Und verkaufen ist immer so eine Sache vom Gefühl. Man kauft einfach nicht gerne bei jemandem, der unfreundlich ist. Das hat man noch nie gesagt, dass man sagt, Mensch, ich habe jahrelang mit dem Geschäfte gemacht, aber war das ein komischer Kerl. Aber man sagt, hey, das war nicht der günstigste, vielleicht auch nicht der beste, aber wir haben den meisten Spaß gehabt. Das kommt schon vor.